Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal, einem sehr kurzen tatsächlich. Es sollte ja nur ein Übergang sein von Dogsled Saga zu Wolf Quest 3, was ja angekündigt war. Da kommt ja bald die Early Access raus, da freue ich mich schon drauf. Aber in der Zwischenzeit habe ich dieses Spiel gefunden, Paper Bark, und habe mir schon sagen lassen, es ist kein wirkliches Spiel, sondern es ist ein Kunstwerk. Also, wie gesagt, das wird nicht lange gehen. Wer Paws kennt, das mit dem Luchs und dem Dachs und dann später auch so eine Special Edition, sage ich jetzt mal, mit so einem kleinen Wonneproppen. So ähnlich ist es gemacht, aber es ist sehr ruhig und sehr harmonisch und wie ihr sehen könnt, auch so vom Stil her sehr, sehr schön. Ich bin gespannt und ja, ich weiß gar nicht, wie man hier startet. Hier kann man irgendwie klicken. Ah, guck mal da. Geschichte, Kapitel, Bibliothek, Einstellung, Puffer. Es ist also auch auf Deutsch. Jo. Das passt ja alles. Ich weiß nicht, ob es einen Speicherpunkt gibt oder ob wir das in einem durchspielen. Das werden wir sehen. Ich weiß, dass es Kapitel gibt. Von daher aber, ja. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir honorieren die traditionellen Besitzer des Landes, auf dem wir uns nun treffen. Wir zollen ihren Ältesten Respekt in Vergangenheit und Gegenwart. Malen. Ach nee. Ach, wie cool. Okay. Ich dachte, es passiert noch irgendwas. Jetzt muss ich selber noch was machen. Ich kann nur... Muss ich das voll kriegen hier? Oder muss ich was suchen? Hallo? Und es verschwindet auch wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber ich kann auch mit den Pfeiltasten? Nee. Vielleicht hätte ich erstmal in die Steuerung gucken sollen, aber ich klicke mich hier mal durch, ne? Das sieht doch irgendwie so... Ist hier irgendwas? Was ist denn das da? Ach nee, ernsthaft. Lol. From deep in the soil to the tops of the trees, the Australian bush teems with plant and animal life. Ja, einfach die Maus bewegen, ne? Gedrückt halten. Jetzt muss ich wieder malen, ne? Winter rain and warm spring days encourage growth throughout the bush. So, jetzt war ich fertig. But as summer progresses, the land bakes under the relentless sun.
Es geht übrigens um den Kontinent Australien. Ich weiß nicht, ob das hier erwähnt wird. The paperbark tree. Die Myrtenheide. Aha. Das ist Kapitel 1. Oh, da sind wir. There is a wombat who lives under a paperbark tree. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Cuteness Overflow. Hallo, kleiner Mann. Tippen. Ach, ich kann gar nicht mit WASD und den Pfeiltasten kann ich gar nichts machen. Ich muss immer klicken. Okay, es läuft also rein über die Maus. Oh, hier sind Fußspuren. Dann laufen wir mal aus. Das ist das schön einfach. Ich höre Bienen. Ach, guck mal da. Ha. Okay. Die muss ich sammeln. Muss also genau gucken, was hier so ist. Ein Schmetterling. Yes. Okay, da waren wir schon. Durchs Gestrüpp komme ich nicht. Okay, also es gibt einen vorgegebenen Weg, den ich laufen kann. Wie schön das einfach aussieht. Das sind Blümchen. Ham, 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 ham. Oh, Herzchen. Ja, okay. Gelbe Blumen brauchen wir noch. Also wir brauchen diese Käferschmetterlinge. Oh, die Musik ist auch schön. Wir brauchen diese Käfer, die Schmetterlinge und die zwei. Na, ich höre den doch schon wieder. Okay, also scheinbar ist es sehr wichtig, zu hören, was die Umgebung einem sagt. Jo. Ham, 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 ham. Und da ist auch noch ein Käfer. 50, oh Gott. Wir werden eh nicht alle finden. Klick, klick, klick. Okay. Fallen logs are no match for this hungry wombat. Oh, oh nein, wir stecken fest. Oh, wie süß. Oh Gott, wie süß. Das ist so süß. Plump. Okay, nach diesem Spiel werden Wombats mein nächstes Lieblingstier. Das ist ja mal super cute. Oh, was ist denn mit dir? Aha. Oh, Sticker gibt's auch noch. Okay. Ah, okay, du gehst nicht weg. Okay, warte, ich guck hier nochmal. Einmal rumlaufen. Nicht, dass wir was verpassen, aber. Sieht nicht so aus. Okay, dann laufen wir hier mal weiter. Da alles. Genau. Das ist so süß gemacht und der läuft ja echt bequem, ne? Plupp. Was auch immer das ist. Das ist ein Schmetterling. Und da ist ein Käfer. Oh Gott, die sind manchmal so gut getarnt. Ih, das ist aber kein Kackerhaufen, oder? Das sind so komische Würfel. Da auch. Doch, das ist Kacke.
Warum kann man die denn so wegmachen? Oh, da ist noch ein Käfer. Ja, ich hab dich schon. Klack, klack, klack. Knück, knück. Das kann man also auch machen. Knück, knück, knück. Oh, da ist noch ein Käfer. Alter. Es ist aber mehr Glück, dass ich die sehe. Njom, 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 njom. Jo. Muss ich aufpassen, dass ich nicht so quietschig... Kommt man da durch? Nee, ne? Doch. Okay, ein Sticker. Ein Sticker. Ach, das war auch die einzige Blume, die ich scheinbar finden musste. Aber ich möchte nochmal zurück. Wir haben gar nicht alles gesehen da drüben. Nicht, dass wir... Da ist ein Käfer. So. Hier unten ist ja noch was. Knock, knock, knock. Und auch hier. Oh, ein... Ha. Zwei fehlen uns noch. Oh, geht's hier etwa weiter? Nom, 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 nom. Das sieht so aus, als geht's da weiter, ne? Oh, Schmetterling. Noch ein Schmetterling, dann haben wir alle. Dann gehe ich aber doch nochmal hoch. Weil dann, vielleicht ist das auch so was von, man könnte es übersehen und deswegen... Was ist denn da? Das ist das, okay. Nein, nein, nein! Oh Mann, oh. Ich, nein. Geh bitte nochmal da hin. Bitte geh nochmal da rein. Wombi, du musst da nochmal rein, bitte. Genau. Danke. Ich will doch nur gucken, ob es hier weitergeht oder nicht. Nein. Okay. Oh. Aber es geht hier weiter. Das ist meine Schmetterling. Flup. Okay. Ah, und hier sind wir doch gerade hergekommen, ne? Gucken nochmal, aber... Ja, okay. Okay. So. Es ist so süß. Vögelchen verschrecken. Was ist das? The wombat does not notice the little fairy wrens. But the fairy wrens definitely notice the wombat. Purzelbaum.